115, Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Und damit, hi ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge XCOM 2, War of the Chosen. Mit einem Kommandoron. Und wir sind mal wieder auf einer Rettungsmission. Ich mache mich auf den Weg. Bin mal gespannt, wie viele es diesmal sind und ob dieser Auserwählte dabei ist. Ha, niemand. Okay, da ist die Bande, das heißt, ich bin komplett in die falsche Richtung gegangen. Ist natürlich wundervoll. Mein Leben liegt in ihren Händen. Da sind direkt Snake und... Oh Gott. Nett. Die Frage ist, wie machen wir das? Ich will nicht beide auf einmal pullen, das ist ganz klar. Würde ich hier irgendwas... Ich würde mal sagen, wir gehen definitiv mal hier hoch und kümmern uns erst um eine Gruppe nach der anderen. Ja. Ziehen wir erstmal Aggro von ihr. Das ist gar nicht so schlecht. Die Frage ist jetzt nur, wie machen wir es? Du hast die meiste Durchdringung. Und vor allem ohne, dass wir die aufdecken. Das wäre ein bisschen ungünstig. So. Run and gun, Jimmy! So, pop, 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 pop. Dann sollten wir nämlich ohne Probleme ihm richtig schön einfach einen Latz ballern oder sie einfach direkt töten. Und ich bin für direkt töten. Oh yeah! Get dunked on! Nice. So. Wir hatten... Hier Spitfire hat eine sehr gute Rüstungsreduzierung und sie hatten einen Kettenschuss dazu. Das heißt... Sturm und Schuss. Könntest du auch vielleicht irgendwie nicht durchs Feuer laufen? Ich meine, das wäre voll toll. Überall Deckung, Deckung. Da sieht sie ihn gar nicht. Da ist nur miserable Deckung. Da hätte sie wenigstens den Höhenvorteil. Bin unterwegs. Dann genießen wir mal den Höhenvorteil. Und halten dann richtig schön mit Kettenschuss drauf. Komm schon, 60%, das schaffst du. Nice! Nice! Nice, nice, doppelt nice. Sehr schön. Chief, die Frage. Du hast einen definitiven Treffer. Und dieser definitive Treffer, den benutze ich. Oh yeah! Hat aber nicht gereicht, okay. Orki mitten im Geschehen. Normalerweise müsstest du ihn doch hier sehen. Hm. Naja, dann... 66%, das ist halt einfach... Meh. Dann geben wir lieber jemand anderem... Och Mann. Das hätte so gut werden können. Und Orki hat's wieder verkackt. Er kann ja nichts dafür. Okay, dann... Peitsche, 66, dann lieber ballern. Sehr schön, das hat einmal im Blatt gemacht. Jetzt kommt er halt wieder als Robot.
Der Peitschenhieb kann ich jetzt nicht mehr einsetzen. Warum? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich sehe den Bob da oben nicht mehr. Ha. Ernsthaft? Warum? Das macht nicht mal Sinn. Feuerschutz. Ich verstehe es nicht. Oh Junge. Das war richtig klar. Natürlich läuft er direkt in den Schuss rein, deckt auch noch meine auf. Oh, Junge. Wirklich? Ja. So. Glauben Sie wirklich, dass Sie sich vor mir verstecken können? Okay, dann schauen wir mal, was wir mit dem Ganzen machen. Wir müssen definitiv gucken, dass wir die, wo hier oben sind, vielleicht ein bisschen rausnehmen. Ich meine, ich könnte mit einer Säurebombe viel Schaden anrichten, aber Dragonova hat halt ein kleines Problem hier. Dass sie halt mitten im Schussfeld ist. Volk sagt, ich soll gehorchen. Jetzt stehst du nicht mehr an der Spitze der Nahrungskette. Schatten. So. Frage ist erstmal, wie zerlegen wir das Viech da unten? Von der Seite kann ich nicht schauen, von der Seite kann ich schauen. Hier ist nur geringe Deckung. Hier sehe ich ihn überall nicht. Ich sehe ihn hier generell einfach nicht. Sagen wir es, wie es ist. Was ist da los? Keine Ahnung. Okay. Das sollte ihm relativ viel Schaden machen. Zrps. Nice. Und das soll den voll killen. So. Ein Problem erledigt. Wir können ihn direkt snapsen. Mit dem Schädelstecker. Die Frage ist, pullen wir da noch irgendwas? Sieht nicht so aus, also. Schädelstecker snapsen. Und 70% du! Mann! Ja, toll. Hi. Ich wollte dich garantiert gerade nicht töten. Der Berserker können wir mit 70% umnatzen. Eine Rakete können wir jetzt gar nicht mehr einsetzen. Dann hauen wir mal einen Kettenangriff drauf. Ach, daneben. Ich trau 70% nie wieder. Nie wieder. Ich sag's euch. Okay, was haben wir noch? Wir können ihn zumindest in Sicherheit bringen, das ist gut. Wir haben einen Scharfschützen, der Schusshagel, das ist halt, trifft auf jeden Fall. Der hier trifft, okay, ich.
Mit der Plasmagranate verletzen wir eher unseren. Ich denke mal, in Deckung laufen ist hier eindeutig gut. Okay. Nutzen wir den heftigen Schuss aus. Sehr schön. Kein Crit, aber was will man mehr? So. Wenn es vollen Schaden macht, tötet sie ihn. Ja, das ist das schöne Wenn. Dann... Ah, ich hab vielleicht eine Idee. Ja, ja, ja. Soldier, Rückzug. War ein guter Versuch, leider nicht perfekt. Dann können wir nämlich mit einer schönen Granate die beiden hier... Okay, jetzt ist halt die Frage. Okay, wir können nur ihn töten, dann bumm. Sehr schön. Ich hoffe, er zieht sich zurück, aber er wird wahrscheinlich sich nicht zurückziehen, sondern... Ja. Was zum Teufel? Komm schon! Yeah! Gute Arbeit, Orki. Deswegen hatte ich nicht so viele Probleme, ihn im Offenen stehen zu lassen, weil ich weiß, dass der Nahkampfangriff macht, unabhängig von Deckung und allem. Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass jetzt der Auserwählte halt einen Potshot macht, aber das werden wir dann sehen. Okay. Wir müssen irgendwo uns in Deckung bewegen, wo uns nicht... Ich meine, trifft er hier einfach alles oder... Du kannst nirgendwo in Deckung. Hilft nicht mal hohe Deckung, große Deckung, irgendwie sowas? Naja, dann... Gehen wir einfach in Deckung. Holen uns noch das, was hier rumliegt. Und ansonsten gehen wir mal mit Dragonova nach vorne. Gucken wir uns mal um. Da oben wird uns hoffentlich keiner. Ah, schick. Ich weiß auch nicht, wo der gerade ist. Normalerweise müsste ich ja nur diesen Symbolen folgen. Die Fähigkeit ist echt lächerlich, weil die macht einfach gar nichts. Da, ich habe mich jetzt mit Gutko unterhalten und hat gemeint, dass er findet den Scharfschützen von den Auserwählten irgendwie am schwächsten und... Ich muss ihm zustimmen. Er macht einfach gar nichts. Ich hab ihn erwischt, oder? Meine Munition ist leer. So, dann wollen wir mal unsere Leute ein bisschen nach vorne bewegen. Kannst du nachladen? Dann laden nach. Wir könnten zwar einen Potshot machen, aber das würde ihn nicht töten. Hier irgendwo ist auch noch der Auserwählte, das heißt, wir lassen Dragonova erstmal hier oben auf Standby. So. Mox, du kannst auch kostenlos nachladen. Nachladen und Feuerschutz wäre wahrscheinlich... Kampfpräsenz, nicht Deckung. Das war schon wieder dieser komische Bug, sonst hätte ich ihn fast jetzt in Deckung geschickt. So. Das bedeutet, wir können mit dir hier anfangen, mal Leute zu retten.
und dann noch in Feuerschutz gehen. Autsch. Okay, was macht der Auserwählte? Ich werde gleich geröstet. Gut. Wir hätten die Möglichkeit, mit einem Scharfschuss was zu machen. Spitfire wird gleich geröstet. Wir könnten eine Claymore nahe ranbringen. Problem ist halt, wenn sie dann wieder aufgedeckt wird an der Treppe. Ich gehe wohin. Ich sehe mehr als das nackte Auge. So. Und wir erwischen auch mit der Claymore nicht so viele, wie ich es gerne hätte. Schätze ich mal. Aber zumindest erwischen wir trotzdem relativ viele. Platziere Sprengsatz. Ja, fang. Normalerweise sollte Euki das auslösen können. Kann er aber nicht. Ha. Eins weiter rechts könnte er es auslösen. Hier kann das nicht. Wundervoll. Das kann ich machen. Teamwork, mit wem hat er denn? Mit Mox. Das heißt Mox Teamwork auf Orki. Ach nein, dann kann er ja. Kann er das dann machen? Komm schon. Sag mir, dass er es dann machen kann. Ja! Nice! Spreng sie! Oh, das war guter Schaden. Sehr schön. Wir haben Ihre Aufmerksamkeit. Du hast ein kostenloses Nachladen, also brauchst du nicht nachladen momentan. Lieber mal in Deckung. Einfach nur für den Fall, dass. Wir haben eine Rakete, also... Die Rakete sollte eigentlich relativ weit gehen. Ich will halt auch nicht zu viele Truppen jetzt aggroen, sag ich mal, wenn ich jetzt vorlaufe und Raketen schmeiß und alles mögliche. Könnte uns relativ verhängnisvoll werden auch. Ich meine, ich könnte... Dann ist aber die Gefahr, dass Dragon Nova erwischt wird. Ziemlich hoch sogar. Mox bleibt mal im Feuerschutz. Soldier 76. Du könntest den Priester eventuell umnatzen. Eventuell. Bist halt auch volle Kanne in der offenen Deckung, ne? Ha. Von hinten siehst du nichts, von hier siehst du was, bist aber auch im offenen. Und von hier pulst du halt gleich die ganze Trödeltruppe. Schwierig. Schwierig. Du siehst von hier nur den einen. Aber der andere sieht dich halt einfach auch. Dann so. Ich riskiere nicht meine Leute, nur dass ich vielleicht eventuell ein bisschen Schaden machen kann. Das wäre ein gutes Ziel, aber dann aggro ich einfach noch zu viel. Das heißt, wir lassen sie herkommen. Nein, nicht Griffin! Okay, wenn sie so weiterlaufen, könnte es sogar interessant werden. Okay, hält ihn im... Ja, das war meine Befürchtung. Das war meine ganz große Befürchtung.
Oh! Nice! Du kannst nicht davonlaufen. Ah, doch, kann ich. Genießen Sie Ihre letzten Atemzüge. Kann ich sehr wohl. So. Jetzt ist eindeutig alles offen, das heißt... Jetzt ist es auch egal, ob wir mit Raketen um uns schmeißen. Rakete! So. Ja, wir sind unter Beobachtung, würde ich es jetzt mal nennen. Hier oben können wir gerade nicht hoch. Ha. Verbannen. Ach, das ist nicht das, was ich gedacht habe, was es ist. Ballert quasi die ganze Munition drauf. Okay. Okay. Was habe ich denn zur Fernzündung? Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir auch nichts. Bringt mir auch nichts. Bringt mir auch nichts. Okay, eins nach dem anderen. Wo ist Mox? Wir haben Mox hier. Ich glaube nicht, dass Mox nahe genug rankommt. Beziehungsweise Mox kommt aufs Häuschen. Das ist auch sehr gut. Ab! So. Du hast ein kostenloses Nachladen, richtig? Ja. Ist hier irgendwo eine Deckung? Da vorne ist eine Deckung. Das heißt... Sturm und Schuss vor. Das sollte ihn eventuell töten. Wir könnten aber auch mit einer Granate die beiden hier ausschalten und dann ihren Move für was anderes nutzen. Zum Beispiel... mit ihm hier. Okay. Das ist genauso gut. Orki kann leider nichts machen. Dann machen wir es genauso wie geplant. Hoffen wir, dass 65%... Komm schon! Ja! Oh ja! Nice! Perfekt! Normaler Sniperschuss sollte hier völlig ausreichen. Das sollte er auch hinkriegen. Mm, oh yeah! Double Kill! So wird's gemacht. So. Dann haben wir nämlich noch genügend Munition und alles übrig. Erstmal um ihn hier ordentlich eins zu verpassen. Dann um reicht nicht ganz um Dragonova aus dem, und da werde ich sie wahrscheinlich nur in den Rücken, wird sie wahrscheinlich nur in den Rücken geschossen. Die Frage ist, wo gehe ich mit dir hin? Ich meine, verbannen müsste das Problem eigentlich lösen. Problem ist... Zu Befehl, Commander. Gucken wir erstmal, wie viel Schaden sie machen würde. 6 bis 7 reicht. Boom. Ich hätte mich auch zuerst dieser Flaschen entledigt. So, dann leihen wir mal einen Feuerschutz. Einfach nur, um sicher zu gehen. Ja, deine Zeit aber auch.
So, jetzt müssen wir uns langsam nach vorne arbeiten, weil der Spasti wird nicht, garantiert nicht zu uns kommen. Ich vertraue Ihnen. 100%ig sicher wird er nicht zu uns kommen. Er wird Potshots an uns machen. Er wird uns nerven. Oder halt die ganze Zeit diese komische Fähigkeit machen, wo ich aus dem Weg gehen muss, die aber sonst nichts anderes macht, außer meine Zeit und meine Nerven zu klauen. Aber ansonsten würde er absolut nichts machen. Wir können hier noch ein paar Zivilisten safe retten, aber wenn wir die Mission soweit beenden, werden sie eh safe gerettet. Also von dem her... Machen wir mal einen Feuerschutz, einfach nur für den Fall. Hau ab hier. Wenn sie rumrennen und Auserwählte umbringen, sollte ich das Ganze... Ach nein, gerade er! Oder wie? Es gibt keine Entkommen mehr. Ja! Nimm das! Lass ihn sich bewegen, damit Dragonova auch nochmal schießt. Macht er nicht. Geht alle beim Auto in Deckung, ich bitte euch. Hi! Er blutet, aber ich hab zum Glück. Okay. Okay. Jetzt geht's erst richtig los. Gremlin-Heilung. Hol Mox wieder auf vollen... Mit der Plasma-Granate können wir relativ viel da vorne machen. Kostenloses Nachladen. Ob wir mit der... Also wir können definitiv mit der Fernzündung ihm extrem Schaden machen. Ich glaube, eine Claymore schmeißen macht halt auch ihren Zug weg. Hi! Was zum? Er ist nach dem Treffer direkt zu einer anderen Position gesprungen. Aha. Finde ich jetzt persönlich kein Problem. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr hierher locken. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass er seine Hiwis hier irgendwo rumstehen hat. Das ist natürlich auch ganz groß. Ha. Habe ich noch irgendwelche Granatis? Hier. Mit Säuregranate. Also mit der Säuregranate würde ich ihn gerne verletzen oder beide, wenn es geht. Sollte aber trotzdem mich aus diesem Pulk raus bewegen, sonst habe ich ein Problem. So. Säuregranaten. Go. Zerfetzt die Rüstung! Nice, Säurebrand. Er stirbt. Was war das? Hä? What the fuck? Habt ihr gerade diesen... Ich frag gar nicht. Ich frag gar nicht. So. So, dann wollen wir mal gucken, was du gegen die geballte Macht von einem richtig geilen Kettengewehr machen kannst. Oh yeah, brenne, Bitch! So fühlt sich das also an. Ich sollte wohl vorsichtiger sein. Wohin geht er jetzt? Oh, hi! Nutze meine Kraft.
So. Er stirbt auf jeden Fall. Wie wäre es, wenn wir ihn einfach mal die Deckung nehmen? Na? Wie fühlt sich das an? Schön im Freien. Das magst du. So. Die Frage ist, die ganzen Kleinen. Oh ja, das wird gut. Ist er betäubt? Kann man ihn überhaupt betäuben? Ja, gut genug, aber trotzdem, um dich auszuschalten. 51%, das ist nicht annähernd genug. Probieren wir mal Gerechtigkeit gegen ihn. Sehr schön, hat den Vorteil, wenn er wegläuft, kriegt er gleich nochmal eine gewischt. Du kannst nicht weglaufen. So, jetzt haben wir nur noch Orki, der entweder an ihn hier umnatzen könnte oder versuchen könnte mit einem richtig heftigen Schuss, beziehungsweise ja, nachladen bringt gerade nichts. Ja, Schattenfall würde definitiv treffen. Macht aber halt nicht genügend Schaden. Das ist halt wirklich nur eine 50-50 Chance. Okay. Ich weiß nicht, ob er nicht einfach umdreht und sich ballert, deswegen gehen wir auf Nummer sicher. Du bist gleich auf dem Boden. Okay. When the fun starts. Ich werde dich immer. Säurebrand. Säurebrand. Feuer. Die nächste Runde überlebst du nicht. Ich weiß, wo du bist. What the fuck? Was hat dir der Sandsack getan? Okay. Oh, Kletterhaken hat er auch, der Herr. Zeit, sich zu bewegen. Darin bin ich der Beste. Will man mit so einer Wunde noch weiterleben? Okay. Wir müssen definitiv unseren Punching Bag bei Laune halten. Du musst auch definitiv nachladen. Wow, warum hast du wieder so viel geheilt? Naja. Dann wird's mal Zeit, ihn auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Jetzt werden meine Wortspiele schon genauso schlecht. Das Einzige, was du ihm hart macht, ist, dass er Leben regeneriert. Hi! Okay. Ja, das ist ein relativ... Das war ein relativ schwacher Versuch, sage ich jetzt mal. Könnte das irgendwie anders umgehen? Spitfire ist da hinten. Spitfire könnte... Eine Granate, die beiden wenigstens... Und die muss ich ja auch im Schuss halten. Ja. Kann man jetzt machen, muss man aber nicht. Ich halte mal Mox noch höher. Das ist eine verdammt gute Frage, Orki. Triffst du ihn?
40%. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Zeig mir, dass ich dir vertrauen kann.